Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge We Love Retro. So, erstmal die Mikro richtig hin. Okay. Wir haben heute mal was Besonderes für mich, weil ich spiele ja relativ selten Super Mario Spiele und heute haben wir mal was vom N64 mit dabei, nämlich ja den Klassiker Super Mario 64. Ich habe es noch nie gespielt oder bei einem Kumpel vor, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so, oder 20, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist auf jeden Fall schon lange her. Ich möchte es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich gucke mal, wie weit wir kommen. Kann da nicht viel versprechen, weil ich ja echt ein Sega-Kind bin. Aber wir schauen einfach mal rein. Ich bin gespannt. Also es soll ja ein absoluter Klassiker sein. Hauen wir mal rein. Super Mario 64. It's a me, Mario. Ich mach's mal einen kleinen Ticken lauter. So. Hallo! So, Mr. Mario. Okay, so, was können wir denn machen? Stereo Monophones, ne, ist schon okay. Deutsch ist auch richtig, so. Kopieren, Leistung, Option haben wir gerade schon gehabt, ne? Genau, das brauchen wir nicht, Deutsch ist gut. Finde ich cool, dass es das auch auf Deutsch gibt hier. Hauen wir einfach mal rein. Wie guckt sie denn? Lieber Mario, komm mich doch mal im Schloss besuchen. Der Kuchen steht bereits. In Freundschaft. Toadstool. Peach. Okay, sie hat Kuchen gebacken. Finde ich ja gut. Können wir ja machen. Ach, der Spanner mit der Kamera. Lucky 2 heißt der, ne? Ich glaube schon. He's Lucky 2. Okay, da wohnt die also, die Prinzessin. Ist ja schon ein bisschen protzig, ne? Aber geil. Ich glaube, ich könnte noch einen kleinen Ticken lauter machen, ne? Dann hört man es einfach besser. Oh, jetzt ist schon sehr laut, aber es passt schon, glaube ich. Okay. Juhu! Da sind wir. Super Mario Man. It's a me. Herzlich willkommen. Durch eine Warpröhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelandet. Die Steuerung ist einfach, benutze den A-Knopf zum Springen und den B-Knopf zum Schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung, doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss! Finde ich auch gut. Okay, laufen können wir. Springen kann ich. Schlagen. Ach, wir können die alle umhauen hier. Was steht denn hier? Ich will jetzt gucken, was hier drauf steht. Ich kann da nur gegenhauen. Egal. Okay, Steuerung. Naja. Dort vorne ist das Schloss der Prinzessin. Sieh dich zunächst hier im Schlossgarten um. Steuerung ist ganz einfach. Drück den A-Knopf. Okay, das haben wir gerade schon gehabt. Okay. Wir schauen uns mal so ein bisschen um hier. Was gibt's denn hier? Ah, ich habe es wirklich noch nie gespielt. Zumindest nicht, dass ich mich irgendwie daran erinnern könnte. Wie gesagt, vor 100 Jahren vielleicht mal. Weiß ich nichts mehr von. Okay, Schloss sieht ja schon mal ganz nett aus hier. Was gibt's denn hier noch? Was ist denn da? Kann ich da rein? Nee. Das ist der Kerker. Für Leute, die der Prinzessin auf den Zeiger gehen, die kommen dann da unten rein. Vögel. Ich sammle die Vögel. Ah, Schmetterlinge sind das. Okay. Hui. Er läuft gerne gegen Wände. Gegen Bäume. Okay, da unten geht's jetzt. Uhu. Ins Wasser? Ne, ins Wasser möchte ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Schloss, oder? Kann ich die Kamera irgendwie noch? Ja, okay, mit der Taste. Kann ich näher und zurück. Okay. Ja, ich spiele es gerade auf dem PlayStation-Controller hier. Vielleicht nicht ganz original. Nicht ganz, aber naja, gut. Hallo? Kameramann kommt. Er drückt uns die Kamera direkt ins Gesicht. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lucky 2, Lucky 2 Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach dem Powerstern. Unser wagemutige Kollege wird ihn auf dieser heiklen Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern, sollte sich der Blickwinkel einmal nicht vorstellen lassen. Erklingt ein Warnton. Genaue Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Es ist ein Film. Wir schauen einen Film, wir spielen kein Spiel, wir schauen einen Film. Okay. Dann sind wir aber der Hauptprotagonist. Lass mich mal rein hier. Es gibt Kuchen. Hallo, es gibt Kuchen. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Hua, hua, hua. Hua, hua, hua. Okay, hua, hua hört sich erstmal seltsam an. Wir schauen mal, was hier los ist.
Da ist ein Pilz. Toadi. Das ist ein Geist. Hallo? Toadi. Hallo? Hallo, Toadi? Was hat er denn? Ich kann mit dem gar nichts machen. Okay, hier gibt es ganz viele Sterne. Was ist das hier? Du brauchst schon einen Stern, um diese Tür zu öffnen. Ich soll Wandgemälde untersuchen. Komme ich hier rein? Okay. Wo sind wir denn hier? Okay, da brauche ich wahrscheinlich einen Schlüssel. Wieso möchte uns die Prinzessin zu einem Kuchen einladen und die ist nicht da und wir müssen hier durch irgendwelche Türen und Gegner plätten? Warum? Hier ist ein Stern. Der vielleicht unseren Namen trägt. Vielleicht. Vielleicht aber, na, wahrscheinlich nicht. Okay, dann möchte ich hier wieder raus. Wo muss ich hin? So, was ist hier? Also die Tutorial-Sachen möchte ich jetzt eigentlich nicht lesen. Ich möchte einfach mal in so ein Level rein. Oder Kuchen. Eins von beiden. Kuchen wäre natürlich auch cool. Wenn es ein leckerer Kuchen ist, man weiß ja nicht. Solange es kein Stuhl, Toadstuhl, Kuchen ist, ist alles gut. Okay, ich muss irgendwelche Wandgemälde jetzt auch. Da brauche ich einen Stern für, ne? Ne, hier komme ich rein. Okay, hier sind Wandgemälde. Ich glaube, das ist dann der Level-Eingang, ne? Ja, sehr cool. Genau so sieht's aus. Bomboms Bombenberg. Besiege König Bob-Omb. Also eigentlich Bob Ross ist, ist alles gut. So. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die von Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Okay. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Die rosa Bombe heißt Buddy. Okay. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kollegen werden dich sicher unterstützen. Natürlich, ja klar. Drücke B, um Schilder zu lesen mit A und B. Ja, weiß ich doch. Hier. Hallo, Lucky. Nicht explodieren. Bitte nicht. Hallo? Hallo? Ich kann nicht mit ihm reden. Der will nicht mit mir reden. Ich drücke alle Knöpfe. Weiß ich jetzt auch nicht. Doch, hier. Bewege sich vorsichtig durch das Gelände, damit du kein Opfer der Wasserbomben wirst. Die gegnerische Bob-Oms lieben den Kampf und erfinden immer neue Angriffsvarianten. Sie terrorisieren uns, seit ihr König den Powerstern in die Hände bekommen hat. Hilfe uns, den Stern zurückzuholen. Gehe zur Spitze des Berges, um König Bob-Omb zu finden. Kehre zu mir zurück, wenn es dir gelungen ist, ihn dem Stern abzujagen. Viel Glück. Okay. So, keine Ahnung, irgendwo oben. So, kann ich hier in die Kanone? Ich möchte in die Kanone. Hallo? Ach, irgendwie nicht. Okay. Wir rasen mal ein bisschen durch die Gegend hier. Kann ich da drauf jumpen? Ein Goomba! Kann ich den nach oben hauen? Komm her, Goomba. Jetzt habe ich den Goomba weggeboxt. Boah. Tut mir schon irgendwie leid. Armer Goomba. Bom. Am Kopf gesprungen. Ach, da kommen Münzen raus. Cool. Ach, komm her, Mr. Goomba. Kommt auch eine Münze raus. Du, du, du. Oh, eine rote Münze. Die sind, glaube ich, wichtig, ne? Ja, ja, ja. Okay, er sagt, die sind wichtig. Gut. Was ist das? Also, ein Pfeil. Muss ich noch ein paar Goombas platt machen? Goomba, komm her. Okay. Oh. Da habe ich mal getroffen. Ich hätte gedacht, die Steuerung ist ein bisschen schwieriger, aber eigentlich geht's gerade. So, wie komme ich da ran? Mario, mach keinen Quatsch. Echt. So, wie komme ich jetzt hier hin? Muss ich hier drauf springen? Nein, muss ich nicht. Okay. Oh, hier gibt es ganz viele Münzen. Finde ich gut. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ist immer gut, glaube ich, Münzen zu haben. So wie im richtigen Leben. Immer gut, Münzen zu haben. Oder, naja, vielleicht nicht nur Münzen, aber... Ich brauche das, ne? Ich glaube, ich brauche das. Nur blöd, dass ich immer runterfall. So, wo ist die Münze? Da, ich hab's.
Sehr cool. Aber erstmal brauche ich die Münze ja gar nicht. Wo geht's denn hier lang? Ich muss ja diesen Bomb, keine Ahnung, Typen da jetzt platt machen. Der hier irgendwo auf dem Hügel oben ist. Wie komme ich denn da nicht hoch? Okay. Tja, dann halt nicht. Dann gehe ich halt den langen Weg hier. Macht mir nichts. Irgendwo auf einem Hügel. Ja, wo kann der denn sein? Okay, hier gibt es auf jeden Fall Pfeile. Ich habe die... Ich folge jetzt einfach mal dem Weg hier. Ich habe ja schon die roten Münzen erstmal eingesammelt. Okay, hier sagt er wieder, ich muss zurück. Ja, wohin? Wohin muss ich denn? Oh, 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 was ist das denn? Okay. Tja. Hallo? Nein! Ach nö, komm schon. Okay. Ja, also für so Steuerungssachen, das ist natürlich schwierig, wenn man es noch nicht gewohnt ist. Ah, das kriegen wir schon hin. Ich hätte einfach nur laufen sollen, ne? Gut, ist ja nicht weit, wir sind ja schon wieder da. So, ich muss an dem Bauzi hier vorbei. Okay, und ich springe einfach rüber. Go! So, hier gibt es ganz viele Bomben. Explodieren die oder? Die laufen mir jetzt hinterher, ne? Okay, sprengen die mich hier gerade oder was passiert? Irgendwas passiert auf jeden Fall. Sind das Blumenbeete? Was? Was ist denn jetzt passiert? Okay. Wo führt das hier hin? Okay, da hinten gibt es einen Stern und einen, eine rote Münze. Ach ja, geil, natürlich. Der Stern ist da drin. Okay, die Münze habe ich. Achso, ich bin gar nicht da drüber, oder was? Doch, auf einer anderen Seite, ne? Nee, bin ich nicht. Hä? Ach doch, das hat mich irgendwo hingebeamt, oder was? Was ist das? Was ist denn hier los? Okay. Eine rote... Nein, lass mich da hoch, lass mich da hoch. Eine rote Münze, eine rote Münze, eine rote Münze. Ich will die haben. Mario gibt alles. Lauf, 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 lauf. Okay, komme ich denn da hoch? Ja, schauen wir schon. Ich weiß nur nicht, was da wirklich ist. Okay. Ich muss irgendwo auf den Berg irgendwo hin. Wo bin ich jetzt hier? Oh, ein Murmelberg. Was ist das hier? Keine Ahnung, hier ist mit einer Bombe drauf. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal die Tutorial-Sachen hier lesen. Aber ich möchte erstmal gucken. Okay, ich werde, glaube ich, gleich von so einer Kugel hier weggeballert. Okay. Vielleicht sollte ich mal woanders hin. Das war, glaube ich, nicht so gut, ne? Ah, wenn man den Bomben zu nahe kommt, dann explodieren. Hau ab, du blöde Bombe. Da gibt es diese roten Bomben, ne? Die uns sehr sympathischen roten Bomben, wie ich ja gehört habe. Ich glaube, ich müsste echt gleich die Schilder lesen hier. Gumba! Komm her, ich muss einen Gumba platt machen. Geht aber nicht kaputt. Hallo, Mr. Gumba. Boah, der arme Gumba. Einfach so die Faust ins Gesicht. Das machen wir aber nicht. Mario ist ja voll brutal hier. Ah, hier gibt es noch ganz viele Goombas und da ist auch noch eine rote Münze. So, was ist jetzt hier? Drück den Z-Knopf, um in die Hocke zu gehen und einen Hang runter zu rutschen. Nö, ich möchte eigentlich die Goombas hier platt machen.
Hallo? Hui. Bon. Darum geht's doch in Super Mario, oder nicht? Münzen sammeln, Goombas, Platten machen. Ja. Und irgendwelche anderen Gegner. Kann ich da hochspringen? Ja. So, was ist hier? Mit der Federkappe kannst du fliegen. Oh, das ist gut. Besitzt du sie, springe dreimal hintereinander, um den Flug zu starten. Oh, das ist geil. Kriege ich das hier? Hallo? Hallo? Was muss ich denn machen, um das zu kriegen? Ich hoffe, das wäre jetzt hier schon irgendwo. Hier? Ne, hier ist eine rote Bombe. Tja. Da gibt es ganz viele Münzen, aber ich möchte da nicht rein, weil es sich wieder wegteleportiert. Der will mich da schon wieder teleportieren, ich merke das doch. Okay. So, hier geht's wieder rüber. So, was jetzt hier? Besuchern ist das Erklimmen des königlichen Berges strengstens verboten. Verstöße werden hart bestraft. Niemals werden die Powersterne, ein Geschenk Bowsers, diesen Ort verlassen. Ihre Macht bleibt in seinen Händen. Kein Wort über ihren Aufenthaltsort kommt über meine Lippen. Naja, vielleicht ein kleiner Tipp. Die Sternenbeschreibungen zu Beginn dieses Kurses könnten sich als nützlich erweisen. Okay, was? Okay. Tja, aber so richtig gut hoch komme ich jetzt hier nicht. Okay, ich werde einfach mal hier rüber jumpen. Achso, ich bin wahrscheinlich falsch rum hier hochgegangen, ne? Genau, man muss ja diesen Kugeln ausweichen. Ich habe vorhin ein bisschen gecheatet, glaube ich, oder? Das war gar nicht so gedacht. Hat aber gut funktioniert. Na gut. Na, was steht hier? Das ist ein Tutorial, oder? Das ist auf jeden Fall ein Tutorial. Hallo. Boah, die Steuerung ist schon hart. Siehst du den Block nebenan? Ja. Manchmal kannst du im Inneren dieser Quader interessante Entdeckungen machen. Zerstöre sie mit einem gezielten Schlag oder einer Stampfattacke, damit sie ihr Geheimnis preisgeben. Okay. Nein. Ah, alles gut. Okay, wie geht jetzt die Stampfattacke hier? Ist das nicht die Stampfattacke? Da ist aber nichts drin. Was ist das denn? Da ist doch gar nichts drin. Wie blöd ist denn das? Ah, muss ich noch weiter da hoch? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, er sagt ja. Okay, dann gehen wir mal. Ja, da ist ein Loch, wo die Kugeln herkommen. Das muss jetzt aber nicht gut sein. Ich glaube, da ist auch nichts. Aber wir gehen hier einfach mal höher. Das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Ja. So, das sieht schwierig von der Steuerung her aus. Und das geht. Das war knapp. Okay, weiter geht's. Ja, das ist der Hügel, wo wir hoch müssen, ne? Klar. Da ist ein Herzchen. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber wir brauchen es. Haben wir es jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss diesen Hügel hoch. Ich glaube, wir sind gleich oben, oder? Das wäre geil. Ach komm, wir springen einfach hier hoch. Ah, Mr. Bombe. Ist das ein Endboss oder was? Hallo? Mr. Bombe! Ich bin König Bob-Omb. Ja, er ist eine Bombe. Herrscher über alle Bomben und Gebiete der Explosion. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Ich beschmutze ja gar nichts, ich stehe nur. Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gewiss, gekommen. Oder bist du einfach der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Was? Niemals! Okay. Von hinten packen und besiegen? Geht das denn so? Ich weiß es nicht. Ja.
Tatsächlich geht's. Okay. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Also von hinten packen und besiegen. Gut, dass er schon gesagt hat, wie man ihn besiegt. Das ist hilfreich. Jetzt so die Steuerung nicht mehr. Oh, ich schmeiß mich gleich hier runter. Das ist nicht so gut. Wie kriege ich ihn denn? Von hinten packen. Ja, habe ich doch gerade irgendwie geschafft. Er packt mich. Er packt mich. Okay, das war ein bisschen krass. Jetzt muss ich wieder da hoch? Ach nö. Ich meine, es ist nicht schwer, da hochzukommen, aber das... Also einmal habe ich ihn gekriegt, aber ich weiß nicht, wie man das genau macht. Nein, nein. Oh, läuft gerade gar nicht. Okay. Gehst du jetzt da hoch? Mensch, Mario. Also die Steuerung ist natürlich schon hart. Das ist das halt mit diesen 3D-Games. Also da habe ich echt Probleme mit. Diese freien 3D-Games, die jetzt nicht wirklich Ego-Perspektiven-Games sind. Also selbst bei Third-Person-Sachen, also Resident Evil oder so, habe ich da auch schon Schwierigkeiten. Naja, gut. Aber das machen wir schon. Ich weiß halt nur nicht, wie wir ihn jetzt kriegen. Hilfe! Also man muss ihn von hinten schnappen und wegschmeißen. Boah, wir kommen aber nicht dahin. Also die Steuerung macht mich jetzt gerade fertig. Okay. Hui. Ich glaube, wenn man es gewöhnt ist, ist das bestimmt total einfach. Ich komme schon gar nicht um die Ecke rum hier. Ja. Sind die dumm? Okay. Die Kamera ist weiter weg. Ja. Gleich sind wir wieder da. Da oben ist er schon, ich sehe ihn schon. Okay. Ja, von hinten packen und dann regeneriert sich unsere Energie. Ja, sagt er. So, bist noch. Kämpfen wir noch oder wie ist das jetzt? Okay. Ah, wenn ich einmal runtergefallen bin, dann habe ich verloren. Okay. Und irgendwie auf den Kopf springen oder so kann ich nicht. Der ist so langsam, aber ich kriege ihn trotzdem nicht. Oh, und ich falle überall runter. Oh mein Gott. Das möchte ich euch nicht länger antun. Ich wollte es ja nur mal kurz anzocken. Die 20 Minuten sind erstmal um. Es ist ein super Klassiker. Und ich finde das auch richtig gut. Also Leute, die es können, das hat schon was. Also ich gucke mir das super gerne bei Retro-Basti zum Beispiel auf Twitch an. Der kann das richtig, richtig gut. Ich überhaupt nicht. Aber, ja... Das muss man, das hat viel mit Übung zu tun und ich habe es mit Super Mario ja sowieso nicht so und gerade in dieser Perspektive mit dem 3D, schwierig, schwierig, schwierig. Sieht aber auf jeden Fall interessant aus und ist ein absoluter Klassiker. Also ich werde mir das mit Sicherheit nochmal geben und nochmal gucken, dass ich da mal weiterkomme. Ich werde mir vielleicht nochmal ein paar Tipps holen vorher. Das hat ja momentan noch nicht so gut funktioniert. Schauen wir mal. Ja, trotzdem hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat und wir sehen uns in der nächsten Wheel of Retro-Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adios, tschüss!